Hallo und herzlich willkommen zu einer Folge World of War Plans. Entschuldigung, es ist ja der 10.1. Ich weiß, es ist sehr spät für mich, jetzt gerade mal wieder ein Video reinzusetzen. Aber leider krankheitsbedingt konnte ich nicht früher. Und dann möchte ich natürlich hier allen ein frohes neues Jahr wünschen. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ja, wie es so ist, bei mir war okay. Wie gesagt, wir spielen dieses Spiel hier, einfach weil ich mal Lust hatte, ja, Flugzeuge zu fliegen aus der Zeit. Ja, das ist ein amerikanisches Flugzeug, Stufe 1. Wie gesagt, ich habe erst angefangen mit meinen Kollegen. Und ich hoffe, ihr habt hier sehr viel Spaß. Und mal schauen, wo wir sind, mal gucken, was ich reißen kann. Ich bin wirklich kein guter Pilot. Aber ich fing auch erst an. Und Flug ab für Feuer. Ich hab hier gar nichts. Komm. Fliegen. Das sieht echt hart aus. Na, komm schon, Kollege, komm. Mach's doch nicht so schwer. Komm, du gehst mir. Ja, ranfliegen. Jetzt hab ich dich, jawohl. Weit weg. Oh, ganz Kollegen. Ja, machen die anderen auch was? Das wäre super. Das Flakfeuer aufpassen. Komm schon. Ich habe schon 3 und die anderen haben noch gar nichts. Kurz umschauen, wo sind die? Ach komm, wir helfen denen da. Wie gesagt, Stufe 1 Flugzeug. Steuern tut man es ja übrigens mit der Maus. Man kann mit Q und E kann man Manöver fliegen. Oder das, was er hier macht. Komm schon. Wow, 4 Flugzeuge. Zum Glück habe ich auf Aufnahme geklickt.
Und einfach hier ein, euch ein kleines Video zeigen. Das Gesicht, dieser Sack. 5, wir haben zerstört, okay. Müssen hier rausfliegen. Da unten fliegen. Wow, 6 Stück. Leute, und ihr seid Zeuge. Wollt ihr natürlich mehr sehen? Dann lasst doch ein Like da. Würde mich sehr, sehr freuen. Kommentare natürlich auch. Vielleicht habt ihr auch Tipps, wie ich besser fliegen kann. Was für Nation fliegt ihr übrigens? Das könnt ihr mir auch sagen. Falls jemand das fliegt. Da ist er. Komm, 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 ja. Oh, der hat's auf mich abgesehen. Seh schon. Ja, komm schon, noch mehr. Ist bei denen ja auch so. Schön, mal Leute kommen. Fliegt gut, er fliegt verdammt gut. Ich hab gestürzt, ich hab gestürzt. Der nächste. Der bombardiert, glaube ich, unsere Leute, ja. Der rammt mich. Also ich weiß nicht gerade, was hier passiert. Oh, unten links sehe ich die Kamera jetzt erst. Oh, bin abgestürzt.
Oh, und ihr dürft Zeuge sein. Viel halte ich halt nicht mehr aus. Gucken, wo ist denn der jetzt? Bombardiert hier wahrscheinlich, oder? Ja. Weiß ich nicht, wie man markiert, dass ich den angreifen möchte, aber okay. Ich denke, meine Kollegen, die bombardieren da hinten. Warum denn? Riecht er noch? Riecht er noch? Komm, 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 komm. Jetzt hab ich gestreift, die Sau. Leute, wir haben gesiegt. Und ich habe so einen Sieg noch nie gehabt. Also, ich spiele es ja noch nicht lange, aber... Uhuhu. Ich habe jetzt ein bisschen einen Engländer, habe ich, glaube ich, hochgehoben. Ich denke mal, das ist gut. Ich denke, daraus kann was werden. Das mal zu. Das ist ein Schmuckstück hier. Also, der macht mich fertig. Positiv gesehen. Ja, wie ihr seht, die anderen habe ich alle gelöscht. Die fand ich nicht so toll. Jede mal einmal geflogen. An Amerikaner und an den Briten bin ich hängen geblieben, weil ich die echt gut finde. Da habe ich auch die Bulldog schon geflogen vorhin. Aber die da ist ja der absolute Hammer. Dann werde ich die jetzt aufstocken. Das seht ihr aber dann in der nächsten Folge, mit was ich dann fliegen werde. Und halt! Nein, wir gehen mal ganz kurz kommen. Hangar. Manchmal bin ich echt Forschung. Hier muss ich rein. Dann Briten bin ich. Die Bristol, die da von den Bulldogs, genau. Bei den Amerikanern. Ja, ich glaube, ich werde bei Jäger bleiben. Schauen wir uns das mal ganz kurz an hier. Ich glaube, ich würde dann die hier nehmen, einfach weil sie drunter schlägt. Fertig. Der F2F. Mehrzweckjäger. Ja, gut. Mit diesen Bildern möchte ich mich einfach verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, würde mich sehr, sehr freuen. Kommentare sind gerne gesehen. Ich gebe auch immer Antwort, das wisst ihr. Und dann sage ich, dann hoffe ich für ein erfolgreiches 2017 für alle. Und ich schaue, dass ich echt jetzt wieder mehr raushaue, wie letztes Jahr. Und dann sage ich in diesem Sinne, ich wünsche euch, euren Familien, euren Freunden alles Gute, euch einen ganz tollen Tag, eine schöne Woche. Bis dahin, euer Caruso. Bye bye.